Hast du noch Kontakt mit Genetik, beziehungsweise wieso kam da irgendwann nichts mehr? So, mit Genetik ist nichts Wildes. Wir haben also wirklich Blödsinn, wirklich kompletter Blödsinn. So, ich hoffe, die sind okay damit, dass ich das so erzähle, weil ich finde, dass das kein Big of a Deal ist. So. Und ich mag Genetik, ich mag Kappa. Ich weiß ja auch, dass ich Probleme habe. Ich weiß ja auch, dass ich was falsch gemacht habe. So, ne? Ich weiß ja, dass ich nicht. Ich weiß, dass ich zu der. Das war eine sehr schwierige Phase für mich, eine sehr schwierige Zeit. Und da war ich sehr, sehr auf Krawall gebürstet, kann man sagen. Ich bin jetzt nicht auch komplett ausgeflippt und habe Hurensohn und was weiß ich nicht gesagt oder so. Ne? Glaub ich zumindest. Hoffe ich zumindest, dass ich das nicht getan habe. Das Problem bei den Genetik-Jungs war, es gab so ganz viele Jungs um diese Genetik-Jungs herum. Und von denen hat man immer mal wieder Geschichten gehört, bla bla bla, die machen dies, die machen das, die machen jenes. Ich habe nie auf diese Geschichten Wert gelegt, sag ich mal. Ne? Die waren mir immer egal. So, aber ich hatte das ist wichtig, das zu verstehen, dass ich das im Hinterkopf hatte. Und mit denen war alles cool. Dann ging es irgendwie um so ein paar Sachen, ein paar Geschäfte, die nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gewünscht hätte. Also das war jetzt nichts irgendwie, ne? Da wurde jetzt kein Geld veruntreut oder so eine Scheiße, ne? Natürlich nicht. Sonst hätte ich so einen Riesenfass jetzt aufgemacht. Das ist natürlich nicht passiert, sondern es war einfach nur, ich kann es euch erzählen, ganz dumm. Das ging um so einen scheiß Internetzugang. Um so einen Zugang in so einen Store. Und ich hatte diesen Zugang nicht. Und bei den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, bis zu diesem Punkt, weil wir hatten jetzt zeitlang Merch mit Genetik gemacht, war das komplett normal, dass du zu allem Zugang bekommst, damit die Zahlen halt so transparent wie möglich sind. Und diesen Zugang hatte ich halt vor lange nicht bekommen. Und habe ich mich immer mehr abgefuckt. Und das ist auch gar nicht Kappas Schuld. Ich habe immer nur mit Kappa geredet. Das ist dem gar nicht seine Schuld, weil der da wahrscheinlich gar nichts mit zu tun hat. Ne? Der hat es auch selber einfach immer nur weitergegeben, denke ich. So, und das ist dann halt nicht, hat dann halt nicht geklappt. So. Und ich wollte das, weil das war für mich so ein. Ich wollte, dass die mir diese Zusicherung machen, dass ich da reinkomme. Aber das war jetzt immer noch nicht so auf dem Punkt, dass ich ausgerastet wütend war. Weißt du, was ich meine? So, sondern das war einfach nur, Digga, das kann doch nicht sein. Und im Hintergrund habe ich die ganze Zeit diese Geschichten vor diesen ganzen anderen Leuten, diese ganzen Hyänen, die irgendwie mir eine Scheiße ins Ohr labern und irgendwie sagen, guck mal, da ist und das, die sind so und die sind so und die sind so, wo sich dann am Ende herausgestellt hat, die sind alle eigentlich so und die anderen sind eigentlich relativ in Ordnung. Ja, egal, auf jeden Fall habe ich das halt die ganze Zeit im Kopf gehabt. Und dann war eine Situation, ich hatte so einen Hals zu dieser Zeit, da war eine Situation, da war irgendwas mit Edo, irgendwas. Ich erzähle euch jetzt nicht weswegen und so, weil ich finde, wenn ich das erzähle, weswegen, ich finde, dass da keiner gut bei wegkommt, weder die noch wir. Es ist dann passiert, dass die ein bisschen Kick auf Edo hat. Und dann habe ich gesagt so, yo, Jungs, wenn ihr Kick auf Edo habt, habt ihr Kick auf mich. Ich wollte um alles auf der Welt Edo beschützen. Was im Nachhinein betrachtet auch voll der Fehler war. War kompletter Fehler. Hätte ich nicht machen sollen. Auf jeden Fall war das aber momentan da zu der Zeit mein Modus. Ich muss diesen Jungen beschützen um alles auf der Welt und so. Und es gab auch Leute von, es gab auch Probleme, andere Probleme, weil die Leute was von Edo wollten. Das habe ich versucht, von ihm fernzuhalten mäßig. Und bei denen war das dann einfach, die haben mich zur falschen Zeit erwischt. Haben mich angerufen, haben gesagt, ey, fanden diese und diese Aktion respektlos von Edo. Und dann war ich da und habe gesagt, respektlos, seid ihr bekloppt? Und dann bin ich ausgeflippt. So, War vollkommen dumm. Vollkommen blöd, Digga. Vollkommen sinnlos. Die Genetik-Jungs sind, also das kann ich weiterhin sagen, die Genetik-Jungs sind, ich kenne die ganzen anderen Jungs nicht. Ich kenne eigentlich nur Kappa. Eigentlich kenne ich nur den. Und der ist ein guter Typ. Korrekter Typ, auf jeden Fall. Bis heute natürlich, ne? Super Musik, so. Super Musik. Sehr, sehr wichtig auch für Deutschland und für die deutsche Kultur, sehr wichtig. Auch wenn die jetzt bestimmt nicht alles gut finden, was ich mache und ich auch bestimmt nicht alles gut finde, was die machen. Das müssen wir aber auch gar nicht. Ne? Wir haben keine Beziehung, sondern, ne? Wir sind einfach beides Artists, so. Und ich bin sehr froh, dass ich mit denen arbeiten durfte. Das sind sehr korrekte Leute. Also es ist schade, dass es so gelaufen ist mäßig. Aber ich sehe die Schuld nicht bei denen, ich sehe die Schuld bei mir. Deswegen, ich habe kein Problem mit Genetik. Gar kein Problem mit denen. Ich bin auch komplett dafür, zu sagen, dass es einfach meine Schuld war. Also die Jungs trifft keine Schuld. Die haben versucht, ruhig zu bleiben, so. Ruhig zu bleiben, haben die versucht. Sie haben versucht, ruhig... Bin ich bekloppt, Digga? Die haben versucht, Kappa hat versucht, ruhig zu bleiben, so. Meine Güte, hey. Aber dann red doch nochmal mit Kappa. Also, ich bin halt so ein Mensch, Bruder. Ich suche ja da jetzt nicht das Gespräch so. Ich weiß, dass sie sich geben, wie ich über die rede. Das weiß ich. Dass die wissen, wie ich über die denke und wie ich über die rede. Und ich rede gut über die. Das reicht mir, dass die das wissen. Und dass die auch wissen, dass ich denke, ich war voll der Vollidiot. Das denke ich, dass das reicht, oder?